So, heute fermentieren wir einen Kürbis mit Haut und Haaren. Die Haut lassen wir dran, die kommen rein. Mal schon schön sauber. Den Kürbis schneiden wir in kleine Würfel und setzen in dem Fettglas Kräuter bei. Gewürze. Mit den Kameraden erstmal den kleiner. Schöne Würfel. So, unser Kürbis ist jetzt in Würfel geschnitten und jetzt bringen wir ihn ins Glas. Ich habe jetzt hier ein 2,7 Liter Wegglas, das ist sehr gut geeignet, habe ich ausgewaschen mit klarem Wasser. Das füllen wir jetzt voll. Kürbis. Okay, dann kommen verschiedene Gewürze rein, ein Esslöffel Senfkörner, nochmal zwei Esslöffel Senfkörner, zwei Esslöffel Pfefferkörner und Koriander, machen wir auch einen, nochmal eineinhalb. Habe ich leider nur in Pulverform gefunden. So. Und dann geben wir noch eine Chili bei. Oder zwei. Zwei. Okay. Dann brauchen wir hier ungefähr 1 Liter Wasser. Mal schauen. Also pro Liter Wasser brauchen wir 20 Gramm Salz ungefähr. Ich weiß nicht, 30, also genau geht es nicht. Und du sind warm im Wasser auflösen. Gelöst. Füllen wir mit kaltem Wasser voll den Messbecher. Und dann können wir auch schon unseren Kürbis dazugeben. So, was wir noch vergessen haben, Ingwerwurzel. Die schäle ich ab und gebe ein paar Scheibchen dazu. Alles je nach Geschmack, man kann da rein tun, was man will. Ich mag es so.
kann auch jedes Glas ein bisschen anders zusammensetzen. Wenn man die Haut abschält für die Ingwerwurzeln, dann kann man es mitessen, theoretisch. Stellen wir unser, also ich habe da so Beschwerungsgewichte aus Glas von der Firma Lindkind in dem Fall. Beschwerungssteine. Ja, vielleicht geht doch noch ein wenig mehr rein. So. Okay. Dann kommt der Deckel drauf. So, dann wäre das erste Glas soweit fertig, das stellen wir jetzt auf den Teller drauf oder irgendeine Unterlage, weil durch die Fermentation tritt oben Flüssigkeit aus. Ja, und es muss dann irgendwie aufgefangen werden. Das lassen wir jetzt 2 Wochen bei Raumtemperatur stehen und dann kann man es in den Keller stellen. Das ist ein halbes Jahr mindestens haltbar. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesund fermentiertes Gemüse ist, brauche ich euch wahrscheinlich nicht nochmal erklären. Das wisst ihr, darum habt ihr das Video überhaupt aufgerufen. Also, ciao. So, das ist jetzt ein 30 Kilo Kürbis. 32 Kilo. Also jetzt 2 Wochen hier stehen und dann tun wir es in den kühlen Keller runter. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Kohlensäure drin.